Herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator. Viele kennen den zweiten Teil, spielen ihn vielleicht so wie ich auch noch relativ aktiv im Online-Modus oder wie auch immer. Sehr beliebt, also es ist wirklich ein super beliebtes Spiel. Aber heute gucken wir uns an, wie das Ganze denn gestartet hat, nämlich mit dem originalen Euro Truck Simulator von SCS Software aus dem Jahre 2008. Genau, wir haben hier schon vollste Grafikeinstellungen, haben wir alles top in diesem Fenster, und tatsächlich habe ich dieses Spiel ja relativ zu Release irgendwie in dem Jahr und vielleicht ein Jahr danach habe ich es bekommen. Habe ich dann bekommen, irgendwann mal zwischendurch, mal so als Spiel für den Computer, und habe tatsächlich den ersten Teil schon vor sehr vielen Jahren schon gespielt und verbinde da tatsächlich ein paar schöne Erinnerungen mit. Vielleicht haben es viele nicht gespielt oder vielleicht einfach mal, wir gucken uns mal an, wie der erste Teil aussieht. Ich habe es tatsächlich schon sehr viel, wie nicht so viele, sehr viel früher gespielt. Deswegen, ich habe es aber auch schon lange nicht mehr gespielt, muss man dazu sagen. Aber diese Musik, ich habe es vorhin schon mal testweise gestartet, also diese Musik, oh, jetzt weiß ich, die ist immer gestartet. Und das Menü, also das hätte ein Landwirtschaftssimulator aus dem Jahr nicht besser hinkriegen können. Dieses Menü erinnere ich mich einfach, ist einfach top. Und hieran auch, also erinnere ich mich überall dran, oh, das war so toll. Toll, einfach alles. Wir fangen natürlich in Deutschland an. Ob dieses Spiel heutzutage immer noch so toll ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das hier ist es auf jeden Fall. Auch der Händler. Ah, so schön. Euro Truck Simulator 1. Mal gucken. Nee. Oh Gott. Nee, ich hatte gerade einen anderen genommen. Den hier hatte ich. Den nehmen wir uns. Kaufen. Grafisch. Grafisch ist es auf jeden Fall kein Euro Truck Simulator 2. So, lassen Sie den Motor an, indem Sie auf E oder W oder Pfeil oben drücken. Zack. Steuern Sie Ihren LKW mit Hilfe von WASD. So, das hört sich eher an wie aus Landwirtschaftssimulator. Das würde ich, diese Geräusche eines Motors würde ich. Aber, ja. Sie können sich während des Fahrens die Karte anzeigen lassen. Drücken Sie M und lassen Sie sich überraschen. Oh, das finde ich tatsächlich ganz cool. Also, das ist ganz cool geregelt. Durch wiederholtes Drücken der Taste M können Sie zwischen zwei Zoom-Stufen. Das ist doch, die Karte ist toll. Notizbuch. Im Notizbuch können Sie sich die Europakarte ansehen. In Nachbarländer expandieren, Ihren Karrierefortschritt verfolgen sowie die Statistiken einsehen. Werfen Sie einen Blick in Ihr Notizbuch und machen Sie sich mit ihm vertraut. Sie können es jederzeit während des Spiels öffnen und schließen. Also okay, die Karte ist, man kann hier nach Frankreich schon mal durch, aber es gibt bei weitem nicht so viele Strecken und Orte. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Also wenn man sich mal überlegt, wie groß der Euro Truck Simulator 2 ist, jetzt auch mit dem neuen DLC, das hier gekommen ist, das ist einfach, bei weitem ist das hier nicht das. Das ist was ganz anderes. Hier gibt es ja nur ein ganz paar Städte. Ja. Das ist schon heftig. Und die Grafik ist schon, Ihr erster Auftrag. Fahren Sie zum Depot, das auf der Karte markiert ist. Halten Sie dort auf dem Symbol, ja. Und das Fahren, oh Gott, ich glaube, ihr seht selber, das ist irgendwie ganz seltsam. Man bewegt sich wie auf Eis. Man bewegt sich wie auf Eis. Was ich aber noch weiß, das müssen wir gleich mal, guckt erstmal, man kann kaum lenken. Hä? Was zum Geier, ey. Man kann ja kaum fahren. Guck mal, wie ich hier schlittere. Gott. Nach Euro-Goodies. Ja.
Also wir können uns mal in einem anderen Video den Zweier angucken. Dann haben wir einen direkten Vergleich. Enter. Dann machen wir doch einfach. Oh Gott, dieser. Alter, wieso ist er so schnell rückwärts? T. Komm, wir gucken uns mal die. Hä? Guck mal, wie der wackelt. Das ist echt bisschen in die Jahre gekommen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, N. Kann ich mir irgendwie ein Links machen? Ne, kann ich nicht. Ich kann mir keine. Gott, man kann überhaupt nicht steuern. Also es fühlt sich wirklich an. Also das Fahren, also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal Euro Truck Simulator 2 gespielt habt, da kann man richtig gut fahren eigentlich. Hier nicht. Also überhaupt nicht. Guck, Alter. Also man schlittert richtig. Ja gut, für 2008. Ja, okay. Aber die Grafik meine ich, ne? Aber ansonsten. Pff. Es fühlt sich halt schon sehr rudimentär an, ne? Das ist wirklich wenig Strecken und so. Für die Zeit wahrscheinlich toll. Ich hatte auch meinen Spaß damit. Wir müssen gleich auch mal was ausprobieren. Aber es sieht eher aus wie eine Fantasiewelt hier, wo mit den Strecken. In dem anderen wurden ja sogar richtig original Straßenschilder benutzt im zweiten Teil und so. Ja, aber hier ist ja. Ich habe die Grafik sogar besser in Erinnerung. Aber das kann ja auch manchmal täuschen. Deswegen, da gucken wir einfach jetzt mal nicht nach. Das ist auch von 2008. Also. Gott, ich kann kaum fahren. Satan, ey. Und die Karte funktioniert auch super. Also die Karte funktioniert genauso, wie ich es mir vor. Alter. Ich versuche es ja, aber es funktioniert nicht. Ja, aber mit Tastatur ist das auch so eine Sache, aber. Die Karte funktioniert genauso, wie sie muss. Die funktioniert super. Aber, Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem dieses Spiel, das läuft nicht richtig flüssig. Weißt du, das ist von 2008. Das sind zwar höchste Grafikeinstellungen, aber bitteschön. Das sind jetzt hier auch nicht Grafiken, weißt du. Aber trotzdem, irgendwie so ein leichter Ruckler ist er doch schon da. Wir müssen gleich auf der Autobahn. Das ist ganz lustig. Das müssen wir gleich mal. Das weiß ich noch, dass das geht. Weiß gar nicht, ob es hier für Mods gab oder so. Keine Ahnung. Aber ich weiß noch, was ging. Nämlich, ja, wenn wir mal hier dran vorbeifahren. Zack. Müssen wir überhaupt auf der Autobahn? Weiß ich nicht. Hoffe ich mal, dass wir da noch drauf müssen. Ich möchte das nämlich zeigen. Ja, also das Spiel wirkt wirklich schon. Gott, guck mal, wie man rutscht. Wie auf Eis. Schlimm. F5. Ja, aber das ist doch auch N. Bin gleich schon da. Ne, wir müssen auf der Autobahn noch. Glaube ich, hoffe ich. Ich fahre jetzt aber auch nicht mehr zurück. Ich würde das gerne nämlich zeigen. Guck mal, wie man auch hin und her wackelt. Schlimm. Schlimm. Ach, Euro Truck Simulator. Ich glaube, die wenigsten kennen das Spiel tatsächlich. Auch wir werden auch langsam müde. Man muss nämlich hier auch noch schlafen und so. Aber, Euro Truck Simulator 1. Das ist wirklich. Also, ich habe da viel, viel, sehr, sehr viel Zeit mit verbracht mit dem Spiel.
Aber mittlerweile, also ich würde das nicht spielen, um einfach mal schnell eine Runde Euro Truck zu spielen. Dafür würde ich, nee, da kann ich leider nicht überholen. Aber dafür würde ich tatsächlich eher an den zweiten Teil. Kann man ihr empfehlen. Oh Gott, ich versuche es. Ich versuche es. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich schlitter einfach hin und her. Und ach, guck mal, ich lenke hier richtig, aber irgendwie, ne, passiert nichts. Ich muss schon so richtig. Boah. So. Ne, 4, 5, 6, 7. Ui. Die Cinematic-Kamera. Ach ja, der Euro Truck Simulator. Aber wie gesagt, sehr viel Zeit. Ich habe das mal irgendwann gekriegt. Und sehr viel gespielt. Und irgendwann hatte ein Kumpel, glaube ich, den Euro Truck Simulator 2. Der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Aber irgendwann hatte der den mal, den zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Aber der war da natürlich schon um Längen besser. Also das hier war, ist wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das so schlecht war. Also das hier ist ja hier gerade echt sehr gewöhnungsbedürftig. So, mal holen wir den. Du. Gott, ey, guck mal, wie man auch hin und her wackelt, ey. So, so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch eine aktive Community zu diesem Spiel gibt. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Wenn dann zu. Oh, kommt einer. Wenn dann zum zweiten Teil. Jetzt muss ich echt hier hinterbleiben. Absolut kein Bock. Ich muss gleich auch schlafen, aber hier ist ja nix. Hier ist nix. Ich weiß aber hier, wenn man mir mehr Geld haben wollte, brauchte man einfach nur den Textdatei ändern. Das weiß ich. Irgendwo in den Spieldateien, ich frag mich nicht wo, irgendwo in den Spieldateien sind auf jeden Fall noch. Oh Gott. Irgendwelche Dateien, wo man dann die ändern kann. Alter. Und hat dann so viel Geld, wie man will. Weil als ob irgendjemand. Alter. War doch nicht mal dran. Also das wackelt hier schon hin und her, ey. So, Praha, Frankfurt nach rechts. Oh ja, das ist ja ein sehr realistisches. Wie realistisch der gerade abgebogen ist. Wunderschön. So, jetzt weiß ich nicht. Mit F. Genau. Wenn wir jetzt hier nämlich stehen bleiben, das weiß ich. Kommt, fährt nämlich keiner mehr vorbei. Zack, die bleiben alle stehen. Dann kann man schön in Ruhe hier sitzen. Jetzt geht's hier gerade hoch, berghoch, aber. Ne, 5, 6, 7. Hier, da sieht man's. Fährt keiner mehr dran vorbei. Wenn ich das jetzt ausschalte, ja. Dann fahren die alle. Aber anmache, dann nicht mehr. Und so bin ich dann immer gefahren. Wahnsinn. Dieses Spiel.
Wir sind gleich, glaube ich, auch schon da. So, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr, um welche irgendwie hinter uns machen oder so. Die bleiben alle hier. Wir machen den einen Auftrag und dann ist, glaube ich, auch gut. Wir müssen gleich noch einen Moment schlafen. Oh, Alter, dieses Rutschen. Ja, ich wollte nur einmal ganz kurz gucken, wie denn der erste Teil, so wie ist denn mit dieser Kultserie, Kultserie ist es ja eher nicht, aber ja, zack, oh, jetzt sind wir sogar in der Nacht. Gott. Das Fahren ist nicht gut. Weißt du, man hat das hier schon so, aber irgendwie so richtig, weiß ich nicht. Man schlittert so. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, wie es wirklich ist, aber man schlittert so richtig. Das ist überhaupt, weiß ich nicht. Das Fahren ist überhaupt nicht gut. Also da kann man besser einen Landwirtschaftssimulator fahren. Und das ist schon nicht wirklich realistisch manchmal. Gerade in den älteren Teilen, aber so schlimm habe ich das noch nie erlebt irgendwo. Auch guck mal, diese Animation hier, wenn die zum Ende kommt vom Lenkrad, wenn man ganz weit lenkt, dann hat die nur ein paar. Das Spiel echt schon amüsant. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Nach K4, da oben steht Äpfel. Ja, meine Güte. Oh Gott. Wie mache ich denn Licht so mit L? K4. Ja, vor allem mit den paar Städten, die es hier gibt. Weiß ich nicht, ob man hier auch dauerhaft Spaß mit haben kann. Wisst ihr? Weil die Map ist halt echt klein. Och nee, ich muss jetzt nicht ernsthaft einparken. Och nee, das kann man im zweiten Teil schön überspringen. Vor allem, der will mir immer dieses bescheidene. Ey, das geht nicht. Mit der Steuerung. Nee. Das mache ich nicht. Nee. Spiel speichern. Mhm. Gucken wir mal an, was haben wir denn hier für Optionen? Also sind Texturen niedrig? Machen wir mal alles auf niedrig. Oh, Anti-Aliasing. Zack. Übernehmen. Ja. So, und jetzt mal eine ganz niedrige Bildschirmauflösung. Ach so, oh. Nee. Das wollen wir doch nicht. So, wie sieht das Spiel denn? Ui. Ui. Ja, das sieht doch schon ordentlich. Wobei, ne, also, das hat ein bisschen Flair. Das sieht aus wie so eine Alpha von Euro Truck 2. Diese Mauern, ne, die sind einfach 1:1 aus Euro Truck 2, beziehungsweise aus hat Euro Truck. Also irgendwie das, die Baham für den zweiten Teil schon auf diesen hier aufgebaut, aber ja. Das war Ausflug. 20 Minuten. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese kleine, ja, möchte ich verlassen. Auch diese Musik. Mitwirkende. Euro Truck Simulator. Created by SCS Software. Von Pavel Sebor, Martin Czeski, lese ich nicht vor. Programmierung, Art, UI Design, Additional Art, Sound and Music, Andrei
Madeshka, keine Ahnung, ich kann sowas nicht. Special Thanks, Open Dynamics Engine. Waren aber nicht viele, die daran gearbeitet haben. Also dafür, ja, es geht wieder von vorne los. Dafür, ja, wir gucken uns jetzt nochmal schnell den Zweier an. Was der denn so geändert hat. Zack. Oh, ich habe den übrigens ganz leise. Ich hoffe, man kann das hören. Zack, und hier. Ja. Fortsetzen. Ja, das ist ja hier ein ganz anderes Spiel. Logisch ist auch ein ganz anderes Spiel, aber irgendwie, ja, ist der Nachfolger. Also wie gesagt, also der erste Teil fühlt sich irgendwie an wie eine Alpha von Euro Truck 2. Also da kann, glaube ich, jeder, der den zweiten Teil kennt, glaube ich, das auch bestätigen. Ja, man machst du jetzt? Erinnerung an Inhalt festgestellt, ja. Ich möchte das doch nur kurz zeigen. Mach doch doch keinen großen... Hallo? Warum lädst du so lange? Ich wollte das doch nur kurz zeigen. Du streckst das Video unnötig in die Länge. Änderung an Inhalt. Ach, jetzt. Okay. Zur Tastatursteuerung. Ich mach mal. Nein. Ach so, Controller. Moment. Das muss man machen. Oh, die Tastatursteuerung. Warte kurz. So. Zack. Jetzt müsst ihr den finden. Ja. Genau. Jetzt fahren wir mal. Das Spiel, wie gesagt, das merkt man gleich sofort, hat mit dem ersten Teil eigentlich nichts mehr zu tun. Wir können uns gleich schon mal die Karte angucken, für die, die das jetzt nicht kennen. Ich denke mal, zumindest einmal angespielt oder so. Jeder, der sich zumindest dieses Video anguckt, sollte den zweiten Teil schon mal. Aber hier guckt ihr mal, das ist das Innenleben vom Dings an, auch wie man lenkt. Viel intuitiver, das spielt sich einfach besser. Der wippt nicht so hin und her. Es macht einfach Spaß. Ui, das ruckelt aber gerade ganz schön in der Aufnahme. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht verruckelt. Aber wie gesagt, das macht schon Spaß. Wenn wir jetzt aber mal auf die Map gucken. Wir wollen ja hier nicht rumfahren, aber wenn wir uns mal die Map angucken. Ich habe zum Glück alle DLCs, die zumindest was mit Content zu tun haben und nicht nur Skins sind. Die Map ist schon, also das hier fehlt, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier noch in einem einzelnen DLC mal dazukommt. Ansonsten, hier hinten, das kam ja gerade erst neu. Ja, und dann das hier alles, ne, das ist schon, hier hatten wir ja nur diese Strecke, dann hier mal einmal ein bisschen hin und da ein bisschen. Also man hatte ja nicht wirklich viel. Das ist das hier ja schon was ganz anderes. Also der zweite Teil hat halt so viel mehr Content. Das ist ja nicht mehr feierlich. Aber wobei, man muss dazu sagen, im Download hat Euro Truck Simulator 1 nur um die 170 Megabyte. Also wer einen schlechten Computer hat, aber trotzdem sein LKW-Gameplay nicht missen möchte, kann natürlich zum ersten Teil greifen. Also auch das Tastaturfahren. Das ist ganz anderes. Das ruckelt jetzt, ich lasse das mal, aber das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Also, sehr interessant. Also, gibt es für einen Fünfer auf Steam, Euro Truck Simulator. Wer sich mal ein bisschen in Nostalgie wälzen möchte, so wie ich. Ich habe das Spiel, wie gesagt, früher, als ich kleiner war, gespielt immer. Vor 12 Jahren, ja, wie alt war ich da? 6 oder so, keine Ahnung. Aber, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. Jetzt verbringe ich sehr viel Zeit mit dem zweiten Teil. Macht mir sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Das war unsere kleine Reise in den Euro Truck Simulator 1 und tatsächlich auch noch 2. Und guck mal, wie viel ich hier drin habe. Guck mal, die kleine süße Tasche. Ich wusste gar nicht, dass ich das hier alle drin habe.
Das geht alles beim ersten natürlich auch nicht. Hier den Würfel. Ich wusste gar nicht, dass ihr alle drin habt. Guck mal, man lernt immer was dazu. Ne? Alles klar. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, unser kleiner Nostalgie-Trip. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen nach unten. Und sagt mir, ob ihr den ersten Teil gespielt habt oder nicht. Habt ihr den zweiten gespielt? Habt ihr überhaupt schon eingespielt? Oder wollt ihr das noch? Könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.